Ein Fischer aus dem US-Bundesstaat Michigan staunte sicher nicht schlecht, als er bei einem gewöhnlichen Angelsausflug plötzlich einen Fisch mit Fell am Haken hatte. Er ging zuerst davon aus, dass ihm hier jemand einen bösen Streich spielen wollte. Doch es war tatsächlich die Realität. Am Körper befanden sich nicht wie gewöhnlich tausende Schuppen, sondern Federn. Forscher haben verschiedene Theorien dazu, viele sind sich aber dennoch einig. Es sollen angeblich Bakterien und Pilze sein, die den Fisch befallen. Das Ergebnis sieht so aus, als hätte er tatsächlich Federn. Die Fische sterben kurz danach, das würde auch erklären, warum solche Sichtungen nur vereinzelt vorkommen. Andere denken, dass es sich um eine böse Mutation handelt. Ganz egal, wie man es dreht und wendet, auf jeden Fall ein ungewöhnlicher Anblick, der einem so schnell nicht wieder aus dem Kopf geht.